Willkommen zurück bei Mass Effect 3. Ich wollte nochmal nach Aria. Hat jeder was zu trinken? Ja? Und warum das denn? Glauben die etwa, ich will männliche Tänzer? Asari sind für mich völlig in Ordnung. Nein, sie. Auf Ilium habe ich mal was gesehen. Am Anfang war sie angezogen wie eine Elite-Soldatin, aber am Ende... Nur so viel. Seitdem habe ich bei Schrotflinten immer komische Gedanken. Nein, das Problem ist, dass du eine Frau bist. Was zum Teufel? Wenn du bei Schrotflinten komische Gedanken hast, geh am besten zu den Kroganern. Die sind nicht anders. Und danach wollen wir noch mal ein bisschen das Gespräch bei Liara lauschen. Wer kommt denn da? Blue Suns, Bloodpack und Eclipse stehen unter meiner Kontrolle und werden kämpfen, wenn sie bereit sind. Und? Haben sie etwas auf dem Herzen? Was genau habe ich bekommen? Eine Armee, die unsauber kämpft, die all das tut, was ehrenhafte Militärs nie erwägen würden. Eclipse-Max und Vorcha-Legionen sind ideale Kandidaten als Frontkämpfer bei Bodenoffensiven. Mit Sicherheit die Mühe wert, die sie dafür investieren mussten. Ist das Bloodpack jetzt verfügbar? Mit Grill als Boss kann's von uns aus losgehen. Seine Stimme, meine Worte. Eine bessere Marionette gibt's gar nicht. Das Bloodpack hat uns 2000 Vorcher überstellt. Das wird der Hauptteil unserer Armee sein. Kooperiert Dana Voske jetzt mit Ihnen? Dass General Uraka die Blue Suns in Ruhe lässt, war die Lösung. Voske glaubt immer noch, dass er mich bekommt. Idiot. Aber er hat mir seine Veteranen überstellt. Und ich überstelle sie nun ihnen. Was bringt es uns, dass Eclipse zu unserer Verfügung steht? Eine Tonne Max und Elite-Schützen für Geheimoperationen. Sane hat sich als formbarer erwiesen, als Jonas Sedaris es je war. Meine Kontrolle über Eclipse ist umfassender als erwartet. Ich war überrascht, wie aktiv sie in der Sache waren. Wunderbar. Wie wollen Sie Omega zurückerobern? Ich glaube, ich greife zur Gewalt. Was kennen wir? Ich reiße Omega dem Unbekannten. Wir reden. Ganz sicher. So, jetzt nach Liara. Und danach gehen wir nach Tuchanka. Und werden die Genophage heilen. Wunderbar, dass wir das kleine Stück Gespräch noch mitbekommen haben. Das wird ja später so aussehen, dass wir einige Sachen gar nicht kriegen können mehr. Wenn wir zu viel verpassen, deswegen muss ich immer wieder hier zur Citadel. Und dann gucke ich immer kurz vor den Priority-Missionen in einem kleinen Leitfaden rein. Kein Guide oder so, nur ein Leitfaden, was man verpassen könnte. Damit ich auch ja keine interessanten Dialoge oder so verpasse oder Quest. Ankunft im Präsidium. Ich denke, ich werde mit ihm Schluss machen. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt wurde. Na gut. So. Die Matriarchen werden dir nichts tun. Schon gar nicht mitten in diesem verdammten Krieg. Meine Berichte zeigen nur wenig Aktivität des Asari-Militärs gegen die Reaper. Komm schon, du weißt doch, wie die Asari arbeiten. Infiltration und Sabotage. Aber gegen Reaper-Streitkräfte ist das... Ich weiß. Ungefähr so sinnvoll wie Titten an einem Hanar. Zum Glück haben wir für die schwere Arbeit die Turianer und die Kroganer. Unsere Leute sind einfach nicht für die vorderste Front gemacht. Ja, aber dabei wollen doch die Asari die Kroganer nicht mal ansatzweise mithaben im Bündnis. So, ich habe gelesen, man kann das triggern, indem wir einfach hier hochlaufen und wieder runtergehen. Nun ja, stimmt. Mein Vater war Kroganer. Ja, das ist mir bewusst. Das macht dich zu einer Viertelkroganerin. So funktioniert das nicht. Ich bin 1000 Jahre alt. Ich hatte Kinder mit Hanar. Erzähl mir nicht, wie Asari sich fortpflanzen. Moment. Ich habe eine Halbschwester, die zum Teil eine Hanar ist? Ich dachte, so funktioniert das nicht. Oh, ihr Vater ist cool. Ich sage nur, wenn du das Bedürfnis hast,
macht, jemandem eine Kopfnuss zu verpassen, dann ist das genetisch bedingt. Ich wollte noch nie jemandem eine Kopfnuss verpassen. Wirklich? Nicht mal ein bisschen? Komm schon. Ich verpasse keine Kopfnüsse. Also gut, schön. Aber lass deinen Blutrausch nicht an mir aus. Oder was? Sagst du dann den anderen Matriarchinnen, dass sie mich umbringen lassen sollen? Hey, das wird nicht passieren. Nasi und ich waren über ein Jahrhundert lang zusammen. Hast du sie geliebt? Natürlich habe ich sie geliebt. Sie war sehr klug. Immer in Gedanken versunken. Und nett. Viel netter als ich. Und verdammt, was für ein Gestell. Und das schon bevor sie die matriarchale Phase erreicht hatte. Du musst mir nicht alles erzählen. Nasi war die Einzige, die mir je zugehört hat, wenn ich sagte, dass die Asari in der Vergangenheit stecken geblieben sind. Der Unterschied war nur, dass ich wollte, dass wir es allein schaffen, während sie Bündnisse mit anderen Spezies anstrebte. War das der Grund? Warum es zu Ende ging? Nein. Naja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Hauptsächlich ging es zu Ende, weil sie immer alles mit Klugheit lösen wollte. Ich wollte kämpfen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, ich habe schon gehört, dass die Zahl deiner Opfer beträchtlich ist. Aber du bist ja auch zu einem Viertel Kroganerin. Jetzt machst du es aber mit Absicht. Es war ziemlich klar, dass sie gehen würde. Du kannst keine weise Ratsherrin sein, wenn du verheiratet bist. Warum nicht? Sex Appeal. Die meisten Spezies hören dir nur zu, wenn sie zumindest ein bisschen den Wunsch nach Sex mit dir verspüren. Also musst du verfügbar sein. Heimlichvoll. Was? Das ist nicht wahr. Shepard hört mir zu. Ich habe gesehen, was für Blicke ihr euch zuwerft. Ich war überrascht, dass dein Höschen nicht Feuer gefangen hat. Muss das so geschmacklos klingen? Wenn alles zivilisiert zugeht, machst du was falsch. Sie musste mir versprechen, dass sie dich deinen eigenen Weg gehen lässt. Ganz egal, was sie gerne gehabt hätte. Wirklich? Ich wusste, dass du etwas Besonderes sein würdest, Kleine. Jede Tochter von ihr. Ich habe zu ihr gesagt, du behandelst sie wie ein Vögelchen im Nest, Nasi. Aber eines Tages wird sie mit diesen kleinen Flügeln einen richtig heftigen Sturm entfachen. Kleine Flügel? Bist du okay? Ja, danke. Cerberus-Truppen haben angeblich eine medizinische Anlage der Salarianer auf Sokesh angegriffen. Von salarianischer Seite gibt es... Es ist besser, sich so an sie zu erinnern, als an das, was bei diesem Mistkerl Saren aus ihr wurde. Es war nicht ihre Schuld. Sie wollte Saren aufhalten und als Macht des Guten anleiten. Aber sie wurde indoktriniert. Klar, ich kenne die Geschichten, wie die Reaper in deinem Kopf rumschrauben. Das sind nicht bloß Geschichten. Ich habe es selbst gesehen. Jeder Cerberus-Soldat ist ein Reaper-Sklave. Sie hat mit jeder Faser ihres Seins dagegen angekämpft. Sie konnte sich vor ihrem Tod sogar befreien und hat Shepard auf Noveria geholfen. Ich war dabei. Sie sagte, sie wäre stolz auf mich. Ich habe die ganze Zeit Nasi die Schuld daran gegeben. Da werde ich 1000 Jahre alt und weiß dennoch gar nichts. Danke, dass du es mir gesagt hast. So, wir müssen es gleich haben. Pass da draußen bloß gut auf dich auf, okay, Kleine? Das werde ich, Papa. Hey. Ich habe ein paar Freunde kontaktiert. Elite-Soldatinnen von Eclipse, die mir noch einige Gefallen schulden. Sie gehören dir. Sag ihnen einfach, wo sie hingehen sollen. Du gibst mir Asari-Elite-Soldatinnen? Naja, für ein verdammtes Pony bist du ja wohl schon zu alt.
Du bist der beste Vater, den sich ein Mädchen wünschen kann. Also das Pony nehme ich trotzdem. Du kannst es den Matriarchen nicht verübeln, dass sie dich beobachten. Ich bin nicht meine Mutter. Das hatten wir schon. Du hast gedroht, jemanden mit Geisteskraft lebendig zu häuten. Ich musste erreichen, dass sie mich ernst nehmen. Ich hätte es nicht wirklich getan. Und du hast mein Büro auf Ilium verwanzt. Willkommen. Das ist nur der Sohn der Vater. Lass ihn doch. Lass sie doch. Es ist die sorgende Vater. Ich bin verwirrt. Ja, gut. Ich weiß ungefähr, was noch in der Mission jetzt bei Tuchanka passiert. Ich habe aber keine Ahnung mehr, was uns genau so technisch gesehen erwartet. Deswegen fliegen wir jetzt nach Tuchanka. Ich würde mir gerne eine neue Rüstung holen mal. Irgendwas anderes machen wir. Wollen wir uns was anderes anziehen? Warum nicht? Dafür müssen wir aber nach unten. Hallo Doc. Nee, kein Servo-Sturmpanzer. Weg da. Ich hätte ja gern die N7 Verteidiger, aber noch nicht, ist mir zu teuer. Der Inferno-Panzer, Kraftschaden und Aufladetempo von Kräften ist halt nice. Warum ist das Teil so billig? Ja, das ist ein Sniper. Da waren wir gerade. Sietra. Nahkampfschaden, Waffenschaden, Schild und Gesundheit. Blood Dragon hatten wir schon mal. Die ist ein bisschen billiger. Vielleicht sollten wir die nehmen. Oder wir holen uns die Terminus-Panzer. Ist natürlich ziemlich stark. Non-Astra-Sportartikel. Die hatten wir auch schon mal. Wir nehmen tatsächlich die hier. Die werden wir für die heutige Folge auf. Nee, so will ich da nicht rumlaufen. I'm sorry. Wir haben die Amax gar nicht. Dann laufen wir so rum. Diese Folge. So grausam wie die andere aussah eben gerade. Nee, danke. Vielleicht mal eine andere Folge, wo wir Nebenmission machen. Aber nicht irgendwo, wo wir eine Hauptmission haben. Das. Nee. Hoppla. Der Mantel. Genophage heilen. An alle. Abbruch. Feind bei Landekoordinaten geortet. Joker, Details. Die Sensoren zeigen einen Reaper direkt bei der Mantelanlage. Sie können dort auf keinen Fall mit einem Shuttle landen. Alle unverzüglich in die Einsatzzentrale und den Mantel beobachten. Jawohl, Sir. Neuer Typ von Reaper, Shepard. Benutzt Mantel zur Vergiftung von Tuchanka-Atmosphäre. Nicht gut. Sie wollen einen Kampf? Jetzt haben Sie einen. Primarch, wir brauchen Ihre Hilfe. Das könnte schwierig werden. Unsere Verluste auf Pelevan waren katastrophal. Wir tun das hier für Pelevan. Keiner sagte, dass es leicht wäre. Was haben Sie vor? Kombinierter Angriff. Ihre Leute fliegen einen Luftangriff auf den Reaper. Rex, gleichzeitig greifen Ihre Soldaten am Boden an. Gemeinsam können Sie ihn von dem Turm wegbringen. Ja, Ablenkung. Kleines Team erreicht Mantelanlage und stellt Heilmittel fertig. Eva muss uns begleiten. Wir waren einem Reaper noch nie so nah. Sind alle an Bord? Gibt's daran Zweifel? Gehen wir, Patrick. Zeit, die Genophage zu heilen.
Kommunikationsraum. Dalatras? Commander Shepard, wir wissen, dass Sie in Tuchanka sind. Und Mordin Solos hat bestimmt vorgeschlagen, den Mantel zu benutzen. Spionieren Sie uns nach? Wohl kaum. Der Mantel ist die einzige vernünftige Möglichkeit, die Sie haben. Commander, fehlgeleitete Sympathie für die Kroganer darf nicht Ihre Urteilskraft vernebeln. Glauben Sie ernsthaft, dass die Heilung der Genophage zu dauerhaftem Frieden führt? Wir müssen den Kroganern diese Chance geben. Sie können einfach keine ganze Spezies aussterben lassen. Die Fortpflanzung der Kroganer wird außer Kontrolle geraten. Wir haben die Kroganer wegen ihrer Gewalttätigkeit unterstützt, nicht wegen ihrer Diplomatie. Ein weiterer Krieg ist unvermeidlich. Was wollen Sie, Dalatras? Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Mordin wird die Fehlfunktion sicher entdecken und reparieren. Aber wenn Sie das verhindern, wird das Heilmittel beeinflusst und wirkt nicht mehr. Niemand würde die Veränderung bemerken. Ein Betrug an den Kroganern? Sie können sich dumm stellen und Erdnut Rex glauben lassen, sie hätten ihr Versprechen erfüllt. Da würde Mordin niemals mitspielen. Was Sie mit dem machen, entscheiden Sie, Commander. Wir bieten Ihnen dafür unsere besten Wissenschaftler für den Bau des Tigels und Unterstützung durch unsere Flotte. Falls ich das Heilmittel sabotiere. Denken Sie darüber nach, Commander. Es ist Ihre Entscheidung. Ihr seid genauso darauf angewiesen, dass das hier klappt, wie wir. Ihr könnt mich da nicht rein manipulieren. Wir brauchen die Kroganer und eure Wissenschaftler. Wenn die uns nicht helfen, seid ihr tot. So einfach ist das. Ihr seid tot, wenn ihr uns nicht helft. Ich glaube, wir gehen da mit Feuerpower mal ran, oder? Ich bin am Überlegen, warte. Achso, Terminus-Panzer. Wollen wir Javik oder James mitnehmen? Also, Gavis ist klar. Edi. Eliara. Auch nicht sein. Javik. Wir nehmen James mit. Feuerpower. Okay, wir haben viele neue Waffen. Das ist neu. Antisynthetisches Gewehr, das nehmen wir nicht mit. Und das Sturmgewehr Striker, das nehmen wir mal mit. Hier hinten noch was Neues? Ne. So, modifizieren. Mehr Schaden. Hörtes Magazin. Okay, das Teil sieht brutal aus. Erhöhter Schaden. Und mehr Mon. Sind hier neu. Ja, die Bloodpack Punisher nehmen wir ein anderes Mal mit. Aber ich will die Schrotflinte mitnehmen, das Sturmgewehr und eine Pistole. Ich denke, das machen wir so. Also was, du kannst auch mit... Ich bin bei dir mit den Waffen zufrieden. Und bei dir tatsächlich auch. Erhöht Schaden gegen gepanzerte Einheiten. Erhöht Schaden um 50%. Eigentlich wäre der allgemeine Schaden erhöhen besser. Ich will aber auch die Splittergranaten hochkriegen. Machen wir mal den Wirkungsradius bei dir. Zu schnell geklickt. Ich habe die Clans zu den Hollows bestellt. Unserem heiligen Versammlungsplatz. Wir landen dort und greifen den Reaper mit einem gepanzerten Konvoi an. Das wird ein großer Moment in der Geschichte der Kroganer. Große Augenblicke kroganischer Geschichte, meist blutig. Diesmal hoffentlich besser. Commander, Sie wirken besorgt. Ich habe eine Nachricht von... Rex, hier Reef. Die Reaper sind schon bei den Hollows. Feuert aus allen Rohren. Festhalten! Wir gehen runter! Geht direkt ab. Halten Sie sie von der Frau fern. Ich kläre den Rest mit den anderen Clans. Ah! Ah! Ah!
Alle visieren ihre Ziele an und achten auf 6 Uhr. Los jetzt! Achtung, wir werden angegriffen! Wait, es ist ein Sturmgewehr, das schießt aber. Es ist hier ziemlich übel. Was Sie auch tun, halten Sie sie von der Frau fern. Schrotmund oder so. Erinnert mich an das Chaos auf Palavin. Es ist noch nicht vorbei, da sind schon wieder welche unterwegs. Okay. Das Teil hier ist auch cool. Bam. Wir haben sie fast alle erwischt. Ist auch nichts anderes wie eine Schrotflinte. Das ist exklusiv, Money. Irgendwann wird man darüber Kriegslieder singen. Endlich durchtränkt Reaper-Blut unseren Boden. Los zum Mantel! Der Luftangriff erfolgt in Kürze! Frau sicher, Shepard. Vitaldaten stark. Was macht ein Salarianer hier? Davon hat niemand was gesagt. Mehrere Kroganer. Problematisch. Wer sind Sie? Erdnot Reeve. Brutsbruder unseres erlauchten Anführers. Reeve und ich haben dieselbe Mutter. Sonst nichts. Wofür ich dankbar bin. Ich weiß noch, was es heißt, ein echter Kroganer zu sein. Wir häuten unsere Feinde lebend und ertränken sie in ihrem eigenen Blut. Zu uns nach Hause laden wir sie nicht ein. Dieser Salarianer ist nicht ihr Feind. Er will bei der Heilung der Genophage helfen. Warum sollten wir ihm trauen? Weil ich ihm traue. Das wirst du auch. Schluss jetzt! Ihr könnt hier rumstehen und in alten Wunden stochern, wie es die Kroganer immer getan haben. Oder ihr bekämpft den Feind, für dessen Vernichtung ihr geboren wurdet, und schafft unseren Kindern eine neue Zukunft. Ich werde kämpfen. Wer kommt mit mir? Ich bin dabei. Und ich auch. Und jetzt Kopf hoch wie echte Kroganer. Wir haben einen Reaper zu erledigen. Morden wirkt so mega fehl am Platz dazwischen. Der fühlt sich auch nicht ganz wohl, glaube ich. Organischer Bodenkonvoi, hier Turianisches Geschwader Artemek. Flugvektor zum Mantel steht. Wir werden in 10 Minuten da sein. Verstanden, Artemek. Wir sind unterwegs und versuchen Zeit aufzuholen. Shepard Ende. Reeve ist nicht der einzige Kroganer der Rache für die Genophage, will Rex. Sie müssen sie irgendwie beschwichtigen. Der Rat muss uns was vom alten Territorium zurückgeben. Wir brauchen Raum zur Expansion, um den Ruhm der Ahnen wieder zu erlangen. Der Ruhm der Ahnen führte zu den kroganischen Rebellionen. Unzählige Tote, Herstellung der Genophage, Expansionsplan, problematisch. Wie waren denn die früheren Kroganer? Tuchanka war nicht immer ein Ödland. In den alten Zeiten waren die Kroganer ein stolzes Volk. Wir hatten Träume. Eine Zukunft, auf die wir uns freuten. Bis zur Einmischung der Salarianer. Nein. Wir haben Tuchanka selbst zerstört. Die Technologie hat uns verändert. Das Leben wurde zu einfach. Neue Herausforderungen fanden wir am Ende nur bei uns selbst. Ein Nuklearkrieg war unvermeidbar. Und jetzt ist unser Planet im Arsch. Wir brauchen einen besseren Lebensraum. Ihre Hilfe gegen die Reaper wäre einer neuen Planeten wert. Oder 10. Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell wir uns vermehren. Rex! Was denn? Nach der Heilung der Genophage haben wir einiges nachzuholen. Commander, im Shuttle
Wollten Sie da etwas sagen? Die Dalatras wollte ein Geheimabkommen mit mir schließen. Was für ein Abkommen? Sie sagte, der Mantel wurde vor Jahren sabotiert. Wir müssen ihn reparieren, sonst funktioniert das Heilmittel nicht. Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Und Sie dachten, wir würden das nicht merken? Korrekt. Hätte Tests vermutlich getäuscht. Bin aber vertraut mit STG-Arbeit. Schaffe das. Bin nicht umsonst so weit gekommen. Sie haben unser Volk gerade vor einem weiteren Genozid bewahrt, Commander. Ich wusste, wir können auf ihn zählen. Warum halten wir an? Rex, Sie und Morlin bleiben bei Eva. Sieht übel aus da draußen. Geht klar. Was ist denn los? Oh. Was ist denn da los? Bewegung. Was ist eine Schrotflinte? Sehen Sie sich diesen Reaper an. Da draußen findet das Ende der Welt statt. Ich habe den Himmel noch nie gesehen. Die gehört mir. Was immer Sie damit erschießen, gehört mir. Bewaffnung ändern. Was ist das? Hehe, neues Granatwerfer. Und vergessen Sie nicht, die zurückzubringen, wenn Sie fertig sind, Mensch. Ja, ich bringe sie dir zurück. Was ist los, Shepard? Wir können nicht einfach so rumsitzen. Dieser Anlaufstutzen wird nicht lange halten. Setzen wir uns in Bewegung. Ah, ihr habt eure Fahrzeuge repariert. Und die Brücke ist kaputt. Geht's nicht weiter? Die Straße ist kaputt, der Konvoi kommt nicht durch. Turianer Geschwader Artemek, hier Shepard, wir wurden aufgehalten. Nicht angreifen! Negativ, Commander, Abbruch nicht möglich. Der Reaper weiß bereits, dass wir da sind. Ein Luftangriff allein reicht nicht. Wir müssen am Kampf teilnehmen. Verdammt! Neue Straße bauen? Egal, weiter jetzt! Oh, Scheiße! Kontrolle verloren, kann ich nicht hochziehen! Hören Sie mich! Wir müssen abbrechen, Commander. Der Reaper reißt uns in Stücke. Verstanden. Retten Sie Ihre Piloten. Wir finden einen anderen Weg. Nicht mal die Kroganer haben das überlebt. Wir müssen hier weg. Dann mal los! Scheiße. Das sind einige Verluste. Gut, dann geht's nach hier unten. Rex, empfangen Sie das. Sind alle okay? Ja, nur Kratzer. Nichts, was der Solarianer nicht zusammenfliegen kann. Reefs Truck hat's auch rausgeschafft. Die Turianer mussten den Luftangriff abbrechen. Wir brauchen einen neuen Plan für den Reaper. Erst müssen wir sie finden. Wo sind sie gelandet? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Commander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Sie finden doch immer einen Weg, Shepard. Kämpfen Sie sich durch, wir treffen uns dann schon. Nichts wird dieses Heilmittel aufhalten. Aus dem Katakomben entkommen. Was zum Teufel? Irgendeine Erschütterung. Irgendwelche großen Spinnen, wenn ich mir die Netze hier so ansehe. Na, auf was treffen wir hier?
Dass man die nicht mal wieder erkundet hat für verlorene Technologie oder so? In der Vergangenheit konnten die Kroganer tatsächlich mal. Oh, das sieht cool aus. Die der Nuklearkrieg ausradiert hat. Sieht sehr ägyptisch aus. Gefällt mir. Das hier wirkt alles so leicht ägyptisch angehaucht. Mit irgendwie so einem futuristischen Touch. Ich mag das. So, ja, von da kommen wir. Da ist es wieder. Wie ein Erdbeben hat sich das eben nicht angefühlt. Rex, spüren Sie diese Erschütterungen? Hier oben nicht. Es könnte etwas anderes sein, Commander. Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, soll in diesem Gebiet leben. Ein weiterer Grund, Ihren Arsch da rauszubewegen, Shepard. Beeilung! Will ich wirklich wissen, was Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, ist? Wenn Kroganer einem Dreschlund einen Namen geben, bedeutet das Ärger. Sie glauben nicht, dass den jemals einer tötet. Ja. Und der einzige Dreschlund, den wir getötet haben, war so ein Kleiner. Nochmal Kroganer-Bilder. Da geht's lang, glaube ich. Ich guck mich mal hier weiter um, denn. Ich hasse so eine Dunkelheit. Das ist ein Dreschlund. Ich würde mal vermuten, das ist Kalros. Das da kriecht hier unten rum. Ja. Und das ist sogar also noch vor dem Nuklearkrieg gewesen. Ein Rachni. Eine Reaper-Rachni. Sieht mal wieder nach Rachni aus. Das waren bestimmt noch nicht alle. Rex, wir sind Rachni. Also aufpassen. Ich weiß. Ein paar haben uns schon angegriffen. Der Mantel ist jetzt wichtiger. Finden Sie uns schnell. Oh. Wir sind draußen. Zu sein. Ganz was Neues. Ein Teil von T'Chanka, der nicht bloß Schutt und Asche ist. Da fragt man sich, was aus den Kroganern wohl geworden wäre, wenn sie den Laden nicht gesprengt hätten. Ich glaube, eine sehr interessante Kultur hätten die aufgebaut. Rex, wir sind wieder draußen. Wenn Sie die Sonne sehen, ist das ein Fortschritt. Und grün. Ich dachte, hier wachsen keine Pflanzen mehr. Sie sehen die Hoffnung. Alles, was davon auf T'Chanka noch übrig ist. Einst war diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Shepard! Dieser Reaper treibt immer noch sein Unwesen bei dem Mantel. Finden Sie einen Weg da raus, dann holen wir Sie ab. Wir sind dabei. Ich würde gerne wissen, wie wir das mit dem Reaper machen, sobald wir ankommen. Ganz ehrlich? Ich habe wirklich Hoffnung für T'Chanka, dadurch, dass hier alles wieder grün wird. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in den Kroganern steckt. Vielleicht hat Iva recht. Die Heilung der Genophage könnte den gewünschten Effekt haben. Hoffe ich. Und wenn sie sich irrt... Nuklearwaffen. Ich hoffe es. Vor uns, wir haben Bewegung. Jetzt geht's wieder los. Was? Wie funktioniert denn die? Das ist eine Luftdruckwaffe? Oh, interessant. Und wir können sie auch. Die können wir aufladen. Cool. Einsatzgebiet genau beobachtet. Ja, verdammt. Hier lasse ich mich nicht überfallen. Das ist ja cool mit denen. Scheiße. Aufladen. Nee, das ist eine normale Schrotflinte, aber wir können die aufladen. Interessant. So, hier müssen wir rüber. Es ist noch nicht vorbei. Okay, die gefällt mir auf jeden Fall. Und ein High-Explosive-Sturmgewehr gefällt mir auch.
Wir haben aktuell eine interessante Waffenauswahl dabei. Achtung, da kommt einer von den Großen. Und der hat ein paar Freunde mitgebracht. Hat gut Schaden gegen den Rohling gemacht. Oh mein Gott, ist sie stark. Der Rohling ist einfach so umgekippt. Ja, vorsichtig und langsam weiter. Rex, Sie hatten recht mit Kalros. Sie ist unterwegs. Ja, wir haben da einige Ideen. Was denn? Nicht jetzt, Rex. Der Commander hat genug Sorgen. Oh mein Was Gott. Eine verrückte Idee, über die wir später reden. Sehen Sie jetzt zu, dass Sie da rauskommen. Dreschlund gegen Reaper. Oh, die sind schon tot. Shepard, vor uns ist eine Brücke. Wenn Sie die finden, sammeln wir sie dort auf. Wir sind gerade ein wenig beschäftigt. Ich hab nicht gesagt, dass es einfach wird. Ja, ist gut. Ich hasse diese Typen. Ich auch. Na, kommen wir da irgendwie wieder hoch? Warum bleibt der da liegen? Achso. Das hier ist eine Brücke. Shepard, wir sind gleich unter der Brücke. Kommen Sie runter, da Moment! Kalros! Rex! Abbrechen, wir verschwinden! Territorialinstinkt bestätigt. Sie kriegt uns nicht. Ach du Heilige. Das Teil war riesig. Verglichen. Wir versuchen das Ding abzuschütteln, um sie zu finden. Dreschlund kommt näher. Erzählen Sie mir lieber was Neues. Metall im Truck ist ausgezeichnete Eisenquelle für Speiseplan des Schlunds. Was für ein... Jetzt bin ich irgendwie froh, dass wir nicht in dem Truck sind. Und das Schlimme ist, Rex hat vermutlich auch noch Spaß dabei. Ich glaube, das war auch mal so einer, bis sie den im Krieg kaputt gemacht haben. Und wo sind wir Ihrer Meinung nach jetzt? Sieht aus wie eine Gedenkstätte. Sieht eher aus wie eine Anbetungsstätte. Sie kommen zurück. Nee, vielleicht doch eine Gedenkstätte. Shepard, Rex fährt den Truck und ist beschäftigt. Leben Sie noch? Wir tun unser Bestes. Wie läuft's bei Ihnen? Anstrengend. Gareth, Verwandte von dir, ein Marauder. Marauder, Marauder. Hier lang, okay. Shepard, wir haben Kalros fast abgehängt. Kommen Sie da runter, wir finden Sie schon. Ja, wir sind ja auf dem Weg. Nee, hä? Will ich hier runter? Shepard, hier rüber! Reeves, behalt den Schlund im Auge! Ich will nicht, dass er sich anschleicht. Beeilung, Rex! Wir sind ungeschützt! Bewegung! Es ist Kalros! Los, Shepard! Wir sind drin. Los! Was ist mit Reef? Der ist hinüber. Und er war sowieso eine Nervensäge. Bringen wir es zu Ende. Auf uns wartet ein Reaper.
von so vielen eins übrig. Hoffentlich gibt's einen Plan B. Wir hatten schon öfter schlechte Chancen. Aber bis zu diesem Turm, ich weiß nicht, Shepard. Wir heilen die Genophage um jeden Preis. Alles, was mein Volk jemals sein wird, hängt davon ab. Dann hoffe ich, dass die von Ihnen erwähnte Idee auch gut ist. Eigentlich von ihr. Kalros, wir locken Sie zu dem Reaper. Geht das überhaupt? Strategie klar. Reaper ablenken und von Turm weglocken, während Heilmittel synthetisiert und freigesetzt wird. Warum sollte sie denn kommen? Die Legende sagt, sie ist die Mutter aller anderen Dreschlunde. Das hier ist auch ihr Zuhause. Kalros verkörpert unseren Jähzorn. Noch niemand hat eine Begegnung mit ihr überlebt. Ich habe schon viel riskiert, aber das klingt völlig verrückt. Und der direkte Kampf gegen die Sovereign nicht? Nur so kommen wir zu dem Turm und können das Heilmittel freisetzen. Wir haben keine andere Wahl. Aber wie rufen wir sie? Der Turm steht in einer Arena zum Ruhm von Kalros. Die Salarianer dachten, sie würde Eindringlinge fernhalten. Scheint geklappt zu haben. Dort sind die zwei größten Schlundhämmer, die es gibt. Wenn sie sie aktivieren, kommt Kalros und der Reaper ist beschäftigt. Währenddessen Synthetisierung des Heilmittels im Labor. Sorgen wir dafür, dass wir alle lebend hier rauskommen. Diese Geschichte muss erzählt werden. Moment. Was auch geschieht. Sie sollen wissen, Sie waren ein Streiter für das kroganische Volk. Ein Freund des Erdnot-Clans. Und ein Bruder für mich. Für jeden neugeborenen Kroganer bedeutet Shepard ab jetzt Held. Und jetzt zeigen wir Ihnen, warum. Danke, Rex. Los, ich schaff das. Ich bin Erdnot Rex und das ist mein Planet. Bis dann auf der anderen Seite. Vorwärts, Shepard. Heilmittel wird bereit sein. Und wir müssen da jetzt durch. Los, greifen wir an! Shepard, die Rachni sind erledigt. Aber jemand muss diese Schlundhämmer anheben, bevor sie einsetzbar sind. Wir haben zu tun, Rex. Zum Glück bin ich ja da. Ich kümmere mich darum. Gut, dann wird er auch ein bisschen was hier machen. Oh. Wollen wir den mal versuchen? Ja. Wait. Scorpion, nicht. Ja, ich hab die falsche Waffe jetzt dabei. Warte. Ein Glück. Ursprungsstamm im Lager. Bereite jetzt Heilmittel vor. Schnell, Morgan. Die sind hier draußen überall. Doch noch das Richtige genommen. Heilige Scheiße, links von uns! Ich glaube, er sieht uns. All in Ordnung? Ich bin okay. Größtenteils. Ich wurde gerade von einem Reaper beschossen. Betrachten Sie es als Training. Okay, Shepard. Die Hämmer sind oben. Sie müssen beide aktivieren. Und gehen Sie dem Riesenlaser aus dem Weg. Sie machen wohl Witze. Bleiben Sie in Bewegung. In Deckung bleiben. Ich bin nicht sicher, ob nur Deckung dafür ausreicht. Heilige Scheiße, machen wir das wirklich? Nicht anhalten! Commander, hier spricht Geschwader Artemek. Wir geben dem Reaper etwas anderes, worauf er schießen kann. Ich wusste, sie würden nicht aufgeben. Da hat aber mal jemand ordentlich Eier. Los, rücken wir vor! Links von uns, einer der Hämmer! Der zweite ist auf der rechten Seite. Das Problem ist, da überhaupt hinzukommen. Das ist verrückt. Shit, shit. Ist er tot? Ja. Oh, wir sind genau unter dem Reaper. Komm schon.
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weiter, weiter, weiter! Ist das einer der Hämmer? Ja. Orden, wir haben den ersten Hammer! Wie geht's voran? Heilmittel liegt fast vor. Eva's Vitalität angefallen. Versuche dem entgegenzuwirken. Bitte rette Eva. Eva. Na gut, vielleicht ist das Baby hier besser. Bringen Sie den zweiten Hammer zum Laufen. Ich bin auf dem Weg. Ich weiß, immer haben Sie den ganzen Spaß. Meine Fresse, nimm das Teil da weg. Zurück zum Truck. Ich kümmere mich um das Heilmittel. Wir haben einen Reaper vernichtet. Ha. Die Kraft des Dreschlunds hat er einfach auch zerquetscht, man hat das gesehen. Wunderbar. Heilmittel bereit, Morden? Ja, Freisetzung in 2 Minuten. Prozedur für Eva, traumatisch, aber nicht tödlich. Malens Forschung unverzichtbar. Ist sie okay? Bald in Sicherheit. Ihr Überleben ein Glück. Wird neue Regierung stabilisieren, falls Rex dumme Ideen bekommt. Rosige Zukunft für Korgana. Kontrollraum oben auf Mantelturm. Muss Fahrstuhl nehmen. Sie gehen darauf? Ja. Manueller Zugriff wegen STG-Spionage erforderlich. Sorge für korrekte Freisetzung des Heilmittels. Morden, das ganze Ding fällt auseinander. Es muss einen anderen Weg geben. STG-Gegenmaßnahmen verhindern Fernzugriff. Keine Zeit für Anpassung des Heilmittels an Temperaturschwankungen. Nein. Einzige Option. Komme nicht zurück. Schlage Rückzug vor. Explosion wird problematisch. Morden, nein. Shepard, bitte. Muss das machen. Mein Projekt. Meine Arbeit. Mein Heilmittel. Meine Verantwortung. Hätte gern mit den Muscheln Tests gemacht. Nicht nur ich werde dich vermissen. Viele auch. Und vor allem auch Nika. Was einer ihrer Lieblingschars, also alles Gute, Morden. Tut mir leid. Mir nicht. Musste so sein. Jemand anders würde es nicht schaffen. Für die Spezies Torianer, Asari, Batarianer. Temperatur jetzt innerhalb der Vorgaben. Freisetzung beginnt. Bei
Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Kroganer. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salar. Vor langer Zeit hat mein Vater mich an diesem Ort verraten. Seinen eigenen Sohn. Er wollte mich töten. Also musste ich ihn töten. Direkt da drüben. Dazu hat die Genophage uns gemacht. Zu Tieren. Aber sie haben das heute geändert, Shepard. Jetzt kämpfen wir für unsere Kinder, nicht gegen sie. Nur schade, dass Mordin sterben musste. Er hätte es nicht anders gewollt. Und wo immer er jetzt auch sein mag, er legt ein gutes Wort für uns ein. Wir werden ein Kind nach ihm benennen. Vielleicht ein Mädchen. Aber ihnen können wir persönlich danken, Commander. Sagen Sie den Torianern, ich werde Truppen nach Pelleven schicken. Und melden Sie sich, wenn Sie die Reaper von der Erde vertreiben wollen. Die Kroganer sind wieder dabei. Leben Sie wohl, Commander. Was werden Sie jetzt tun? Die neu gewonnene Hoffnung verbreiten. Im Kelfigtal versammeln sich jetzt noch Clans. Ich rede mit ihnen und sorge dafür, dass dieses Geschenk nicht vergeudet wird. Danke für alles. Ört-Not Bakara nennt sie nun einen Freund. Das war eine großartige Leistung, Commander. Die Heilung der Genophage. Dass ich das noch erlebe. Rex hilft den Turianern, Admiral. Wir bekommen ihre volle Unterstützung. Damit fallen die Salarianer dann wohl raus. Der Preis für ihre Unterstützung war zu hoch, Sir. Ich verlasse mich auf Ihre Einschätzung, Commander. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Hackett, Ende. Commander, Ört-Not Rex hat begonnen, Truppen nach Pelleven zu schicken. Sie haben ihren Teil der Vereinbarung eingehalten. Nun halte ich meinen. Die turianische Hierarchie wird der Menschheit gegen die Reaper zur Seite stehen. Es freut mich, dass wir einander helfen. Nur dadurch können wir die Reaper besiegen. So viel steht fest. Einige Trockendockschiffe sind bereit, beim Bau des Tigels zu helfen. Garrus wird sie koordinieren. Jawohl, Sir. Und wenn der Einsatz beginnt, wird unsere gesamte Flotte der Erde zur Hilfe eilen. Mögen die Geister über uns allen wachen. Ich kümmere mich sofort um die turianische Unterstützung. Sie müssen erschöpft sein. Mordin tot. Das ist sicher nicht einfach. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Wir wissen beide, dass man einen klaren Kopf braucht, um einen Krieg zu gewinnen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Sie sollten sich eine Weile hinlegen. Ich sorge dafür, dass Joker keine Selbstmordmissionen anschiebt. Wenn was ist, wecken Sie mich. Dieser Traum schon wieder, beziehungsweise was Ähnliches. Vergessen Sie's. Ich kann Sie zurückhalten. Gehen Sie zurück und holen Sie alle Kunden. Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist, Lieutenant.
Was ist das nur für ein Traum? Das fühlt sich so seltsam an. Ist offen. Shepard, da ist etwas. Das müssen Sie hören. In Ordnung. Komme ich ungelegen? Ich dachte an die Freunde, die wegen des Kriegs nicht mehr da sind. Daran sind die Reaper schuld, nicht Sie. Denken Sie dabei an jemanden Speziellen? Ashley, sie hat sich geopfert, um die Sovereign aufzuhalten. Wie sie wohl gegen eine ganze Reaper-Flotte vorgehen würde. Ashley würde das Ganze wohl als Zielübung betrachten. Ja, das wäre typisch. Hatten Sie nicht etwas für mich? Der salarianische Ratsherr, es ist dringend. Und er hat den Kommunikationsraum angerufen? Der Rat scheint den Tiegel durchaus ernst zu nehmen. Wir sehen uns unten. Commander, es gibt etwas, worüber wir reden sollten. Sobald Sie fertig sind, die Geschichte neu zu schreiben. Meine Entscheidung steht, Ratsherr. Daran lässt sich kaum noch etwas ändern. Ja, wir werden einige Milliarden mehr Kroganer in der Galaxie haben. Ihr Glück, dass Sie mir einmal das Leben gerettet haben, Shepard. Denn sonst... Ich bin wegen des Vertreters der Menschheit beunruhigt, Ratsherr Udina. Meine Agenten haben herausgefunden, dass er seine Autorität dazu benutzt, große Geldmengen zu verschieben. Zu welchem Zweck, ist noch unklar. Wenn das stimmt, sollten wir der Sache rasch auf den Grund gehen. In der Tat. Kommen Sie zur Citadel. Wir sichten die Beweise und reden unter vier Augen darüber. Valern, Ende. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, haut rein.